Servus Leute, ich bin's Kuhglocke und heute nochmal ein ganz kurzes Tutorial bzw. Update zu meinem letzten Tutorial, wo ich euch erklärt habe, wie man in Call of Duty Ghosts seine Musik aus- oder anmachen kann, um zum Beispiel in Freifall die gegnerischen Schritte besser hören zu können. Ich habe das Ganze ja mit zwei Batch-Dateien geregelt gehabt, dass man die einfach in den Hauptordner einfügen musste und dann ausführen konnte. Das war mir aber einfach alles zu unprofessionell und nicht so schön, fand ich das Ganze. Deswegen habe ich mir eine neue Batch-Datei überlegt, geschrieben und auch online gestellt, beziehungsweise werde ich die jetzt online stellen. Ich habe den Titel Call of Duty Ghosts Music Control gewählt. Der Titel ist vielleicht für das Programm nicht das Richtige, weil Music Control ist ja eigentlich, dass man die Musik steuert, und das mache ich ja nicht mit dem Programm, denn man benennt ja die Soundfiles nur um, das heißt, die Musik wird nur ausgeschaltet. Ja? Falls ihr da einen schöneren Titel habt dafür, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, würde mich sehr freuen. Ich zeige euch das Programm einfach mal kurz und wie gesagt, wenn ihr das Programm haben möchtet, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung schauen, da ist der Link dazu, einmal der AdFly-Link. Der AdFly-Link ist der Unterstützungslink, wenn ihr mich unterstützen möchtet, macht davor bitte den Adblocker aus und klickt dann auf den AdFly-Link, dann könnt ihr mich gerne unterstützen, das wäre super nett. Ansonsten, wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr auch den Direktlink benutzen, der sich da runter befindet. Und ansonsten, wenn ihr mich sonst noch unterstützen möchtet, könnt ihr auch gerne das Video teilen, liken und einfach mal Feedback dalassen. Ja, wäre super nett von euch. So, hier wie gesagt, das Logo von COD Ghost, beziehungsweise Call of Duty konnte ich halt nicht ausschreiben, deswegen habe ich das Kürzel benutzt, COD, das heißt, jeder weiß auch, was gemeint ist damit. Ghosts ist halt dann einfach der Titel des Spiels. Ja, hier dann nochmal Music Control, wie gesagt, das werde ich dann wahrscheinlich ändern, wenn ihr einen schöneren Titel habt. Und hier unten das Menü, was sehr simpel ist, aber es funktioniert und ich bin sehr stolz darauf, dass ich das Ganze so hinbekommen habe. Ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal hier in dem Hauptordner. Wie gesagt, ihr ladet euch die Datei einfach runter, kopiert das Ganze hier in dem Hauptordner und habt das dann hier drin. Ich scroll nochmal ganz nach unten, zeige euch die Soundfiles, die befinden sich hier und die stehen bei mir im Moment auf Off, ne? Ich scroll nochmal ganz nach oben, führe hier die Datei aus, habe hier das Programm, muss natürlich jetzt wieder runterscrollen, um euch das Ganze natürlich schön zu zeigen. Und hier wieder das Programm. Ich will jetzt zum Beispiel die Option 2 aus, um die Musik wieder anmachen zu können. Zack, drücke Enter, hier oben kommt die Bestätigung, Music is on. Und somit wisst ihr, okay, Musik ist an, müsst auch nicht unbedingt jetzt wieder runterscrollen, um das Ganze zu überprüfen, denn es wird wirklich umgeschrieben. Und wenn ihr sagt, okay, ich möchte die Musik nicht mehr haben oder ich möchte generell nicht haben, zack, 1 drücken, Enter und Musik ist off, zack, fertig, aus. Schließt das Programm oder drückt einfach 3 und Enter, wird das Programm geschlossen. Super schnell, super einfach. Ich bin, wie gesagt, sehr stolz drauf. Und wenn ihr der Meinung seid, ich habe gute Arbeit geleistet, lasst doch einfach einen Daumen da. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Servus, Leute.